Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Runde Counter-Strike Global Offensive im Competitive Modus. Competitive, wenn ihr es haben wollt. Wir spielen Inferno, ich bin etwas krank, aber da sollen sie mich aufhalten, ein bisschen Terror-Action zu machen. Im Warm-Up ist mir aufgefallen, dass wir das bei weitem schlechtere Team haben. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir das hier machen. Oder vielleicht haben sich alle zurückgehalten und so ein bisschen Trollo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  gespielt. Auf jeden Fall, zwei Leute von denen habe ich schon mal ausgekennzeichnet. Ich spiele sehr gut. Muss man vorsichtig sein, jetzt gerade First Blood ist unglaublich wichtig, linke Seite einer, jetzt wird schon mal auf jeden Fall gestoppt. Somit haben die anderen Platz zum Verschieben, im kleinen Zimmer sitzt niemand und da kommen die ersten von hinten, Bombe schon auf dem Spot, deswegen ziehen wir jetzt einfach mal nach. Hier muss auf jeden Fall noch einer sein, hat auch hier mit der Silenced USP einen Headshot gegeben, da hinten haben wir einen gesehen. Dann haben wir jetzt mal hier einen Plan, der sitzt oben drauf, auf dem Rand. Wurde hochgeboostet, habe ich ihn leider viel zu spät gesehen, nicht drauf geachtet, beziehungsweise auch gar nicht mit solchen Fehlern, nicht Fehlern, das falsche Wort, aber auch gar nicht damit gerechnet, dass sowas noch möglich ist. Wer sich an 1.6 erinnert, der erinnert sich auf die Laterne, beziehungsweise auf den Rand der Map. In der Mitte oben und auf dem Bombenplatz ging das natürlich auch mit hinter der Kiste. Das Ganze wurde mit Source rausgenommen, da ging das Ganze immer noch oben in der Mitte. Das geht in Go nicht mehr. Dafür ist anscheinend diese Position jetzt neu und für mich einfach gar nicht ins Sichtfeld. So. Wie gesagt, wenn du achtest nur auf viele Dinge und du achtest nicht auf Dinge, die für dich in Gedanken unmöglich begehbar sind. Das sind Sachen, auf die hast du später kein Auge, so wenn du immer länger spielst. Das ist genauso wie mit der Röhre auf Nuke, wer sich an die Folge noch erinnert. Kennt die Folge alle noch? Diese blöde Röhre an der Hintertür. Super Plätzchen. Ach, wie. Noch einer auf dem Spot. Da wird zwei schöne Glock-Headshots vergeben. Der Spot wird absolut nicht geräumt. Es wird immer versucht, die Bombe gelegt. Also jetzt immer der Erste, der gestorben ist. Hätte sie ja danach immer nur gepickt. Ein Schluck Tee muss auch mal sein. Versucht immer hier die Bombe zu legen. Anstatt einfach mal einmal über den Spot zu laufen und zu gucken. Der eine war im Sandkasten. Ja, Sandkasten mittlerweile auch der falsche Begriff für diesen Ort. Ich spare auf jeden Fall nochmal. Ich will richtige Waffen haben, auch wenn ich jetzt hier zwei Leute schon geholt habe. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und solange ich vor den Simbu-Clan bleibe, da spiele ich immer lieber mit vier Randoms als mit einem Clan. Denn je mehr Leute aus einem Clan dabei sind und mit mir zusammenspielen, dann muss ich ja schlechter sein. Na, fang du die Granate mal. Hatte der nicht eine schöne Waffe gehabt? Ja, nehmen wir mal eine CZ. Haben wir noch geholt mit der Nate. Leider muss ich sowieso die CZ nachladen. M4 steht jetzt noch auf der Terrorschräge. Ah, da ist der Begriff auch wieder. Dann habe ich die ganze Zeit gesucht. An der natürlich. Ja, und das sind die beiden auch, die ich meinte. Also Hope ist mir im aufgefallenen Warm-up und Patrico. Nicht nur wegen dem Bild. Das sind die beiden, vor denen ich ein bisschen ja, schau, dass wir da richtig spielen. Ja, natürlich jetzt den Nachteil, dass wir schon natürlich die Bobs der Bobs in der ersten Runde geflamed haben. Das macht es natürlich nicht besser und das wird sich auch bis zum Ende nicht mehr regeln. Von daher müssen wir jetzt schauen, dass wir das Ganze ein bisschen alleine lösen und das Team vielleicht ein bisschen noch was auf Reihe bekommt. Das ist auf jeden Fall gut für uns, denn die Decoy wurde natürlich mit einer Waffe in der Hand geworfen, die uns eigentlich gelegen kommt. So, du springst mal schön direkt runter, auch mal schön die House-Steps mitgenommen, dass in einem Anti-Haus jemand wäre. Ehrlich gehört hätte mein Freund. So, und da hat er den ersten Kill der Simbru, also der erste Kill dieser Runde. Wichtiger Kill gewesen, dann können wir auch gleich mal Mitte oben schauen und du stehst sowieso noch da.
Mal ein bisschen Stress. Und auf geht's. M4. I'm throwing smoke. Pferdegang einer. Der rennt weg. Der ist saved. Beziehungsweise der ist hier rechts da. Willst du noch wissen? Den Clean Start? Ich hätte gesaved. Also alleine drei Leute, beziehungsweise vier Leute noch zu töten und danach die Bombe zu entschärfen. Ich hätte die Waffe auch behalten können, denn die 1-9 wären es da nicht wert gewesen. Nehmen wir das Ganze hin. Du hast eine AWP, deswegen kriegst du die Bombe nicht. Mein Freund DMC. Eine gute Runde. Ach, mein Hals ist aber auch am Arsch. AWP-Decoy ein bisschen zu weit, hätte ich hierhin gedroppt. Allein um es realistisch zu machen. Des Weiteren hörst du dich aus der Base nicht, wenn du oben im Haus stehst. Ein bisschen auf die Sound-Reichweite achten. Wir predikten mal 1, 2. Jetzt geht einer down von uns. Ah, sehr gut. Da wurde nämlich schon fast zu viel mit der AK geschossen. I'm throwing smoke. Ich wusste, dass er da sitzt. 59 und 2 müssen wir auseinander. Holt aber noch Henke. Oh Gott, den Schuss hat er da gedroppt. Henke oben in der Mitte. Ach Quatsch, nicht Henke. Das war mein Kill gewesen, der eine oben. Und jetzt nur noch den oben. Die Bombe liegt da. Er wird wahrscheinlich direkt picken. Oh, nicht mit dem Rücken laufen. Er hat nämlich nicht mehr viel. 50 HP. Schreibt er in den Hallchat. Jetzt ist seine Runde. Könnte er sogar machen, 16 Sekunden zum Droppen, er bräuchte 8 Sekunden zum Wechseln. Ich weiß nicht, ob er schon vorgegangen ist. Schön safe legen. Ich schütte mir einen Tee ein. Kleinen Moment, Leute. Fantastisch gespielt. Noobcamp, das ist ein wie man in dem Spiel auch immer flame kann, ne? Ach, das ist immer fantastisch, das gibt's gar nicht. Fucking Noobcamp. Boah, die fallen mir nicht mal Worte ein. EMC im AWP-Battle down gegangen. Ich würde natürlich jetzt einen Flame geben, wenn ich nicht was reiße. Okay, zwei AWP-Battles verloren. Und er drückt mir direkt mit der Diesel. Wir haben auch schön um die Ecke. Von der Höhe her nicht gezielt. Jetzt ist natürlich der Kampf gegen die AWP ein bisschen schwerer, gerade wenn er sitzt. Oh, Hit von beiden Seiten. Ja, sehr schön, dass er da reingegangen ist. Aber unser ES Live macht ein Problem. Boah, da bin ich jetzt voll erschrocken, obwohl er doch da saß. Heute nicht mein Tag, bin ein bisschen kränklich, aber soll uns hier nicht abhalten. Momentan halte ich mich noch. Ein Kill muss ich noch nachrücken. Wir haben zwar ein bisschen Geld, ich habe gar nicht geguckt. Henke hat schon gekauft. Ne, er hat P90, hätte auch Arkanen können. Gehen wir trotzdem wieder auf Molly.
Ich werf meinen Molly die Banane hoch, dann darf ich wieder nicht schauen. EMC, du wirst ja, wenn du eine A-Bas in die Mitte gehen. Ich hätte jetzt gerne das Overlay. Und wollte das Molly eigentlich zum Auto schmeißen. Fear my fire. Viel Spaß damit. P90 Rush. Nate sollte eigentlich in die Ecke gehen. Die Waffe habe ich getroffen. Das heißt, so weit weg war die nicht. Ihr habt ja die Waffe fliegen gehört. Soll ich von meinem Teamkollegen abballern lassen? Und wo kommt er? Oder saved in der Ave? Ja, hier ist er. Da hat er gezoomt. Das hört man ja natürlich direkt. Die AWP werfe ich mal unserem EMC. Ach, der lebt noch. Ich hätte jetzt EMC zugeworfen. Vielleicht will er sie ja trotzdem haben. Ich warte einfach mal ab. Vielleicht hebt er sie auf. Nein. Alles klar. Auch wenn man mit Ärschen zusammenspielt, muss man ja nicht gegen sie spielen. Ist ja immer noch ein Team. Smoke ist für die falsche Mitte. Das AWP-Battle hier. Ich habe ihn gelockt zumindest. Ah, da war er. Den habe ich gesucht. Simbu ist jetzt noch alleine auf A. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, Leute. Das ist, ich wusste es damals. Ich glaube, die Bombenplatznamen haben in CSS eine andere Bezeichnung. Also da ist das andersrum. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und ich glaube auch nur, dass das auf Inferno so ist oder so war, als Inferno bei Counter-Strike Source dazu kam. Einfach mal so ein Side-Pack nebenbei. Weil für mich war B immer der kleine Bombenplatz. So wie jetzt hier auch wieder. So. 5-3. Wir sind noch im Rennen. Ich halte mich auch nochmal wacker. Braucht jemand einen Drop? Ich habe nämlich das Geld gerade über. Henkel kriegt man eine Gun. Dann kann ich mir nämlich jetzt noch. Ich kaufe eine Galil. Ah, Henkel hat die Gun nicht. Na, irgendeiner wird die Gun haben. Und von daher ist das okay. Aber er hat keine durchgeworfen, oder? Nee, alles gut. So. Oh, fuck. Das ist natürlich ein Heidenspaß, wir sind zusammen. Kam noch einer aus der CD-Base. Wir haben Henke noch going on.
Schon richtig, wo er guckt. Also im Haus hat er auch Steps gemacht. Komm, den hast du. Also wenigstens den, den kriegst du mit. Nur war jetzt eine blöde Situation, war aber auch nicht gut umgesetzt. Hat ihn ja fast berührt beim Rauskommen. Hätte man anders umwandeln können. Die Simbu-Leute werden jetzt vielleicht kaufen. Weil wir sparen die noch einmal alle. Haben alle gekauft. Dann befinden wir auf Video, um mitzuziehen. Hab jetzt noch 1,5. Somit bin ich auch die Runde danach noch dabei. Reicht ja, wenn ich mit der Deagle eine Waffe schieße. Ah, der Cockblocker. Wenn immer von hier schießen, kannst du nur diagonal in den Raum ballern, Leute. Vergesst den Move nicht. Genau so. Geld müssen wir mitnehmen. Okay, da bin ich doof reingerannt. Aber EMC hat. Andere auch, selbe Stelle, selbe Welle. Ich hätte es jetzt noch sagen können, habe Ingame Voice aber gar nicht belegt. Aber er steht da. Eigentlich perfekt. Schöner Hit. Hätte er nicht mehr rauskommen müssen. Jetzt liegt an Henke. All eyes on Henke. Bombe liegt scheiße für ihn. Oh, Henke. Das war ganz schön knapp. Da kannst du aber von ausgehen. Der war schon fast durch. So, wir haben die Kohle jetzt. Von daher, we're going in. 8-8, ich spiele ein Basic Concept. EMC zieht sogar einen wieder raus. Wurde ich leider von meinem Kollegen in Blau geblockt. Ich wollte nach links in die Ecke gehen, da wo ich gerade hingezielt hatte. Fast alles richtig gemacht. Der wäre auf jeden Fall noch gekommen. Eben. Auf den hätte er einfach warten müssen. Die Nate hat jetzt gesessen, sagen wir 42. Aber die Steps im Haus waren richtig geortet und er war auf jeden Fall noch nicht weggekommen. Also nicht durchschleichen, das heißt, er musste noch da sein. Und soll er den noch schön abfangen können, hat er hier wunderbar gemacht. Two-on-one-Situation, hellblau rennt weg. Henke. Ich glaube, die Schüsse kamen aus der CD-Base. Ja, da kommt er. Und Henke macht das Ding. Und wir sind im Rennen. 6-5 ist wunderbar. So, 600 Attacken bleiben über, das heißt, jetzt muss ich mindestens zwei Leute killen, damit sie das Ganze nochmal komplett ausgeht. Let's go! Ah, mein Hals bringt mich um, Leute. Nicht gut, ey, nicht gut. Es wird ein Dropper auf die Kabeltrommel. Kurz vorm Werfen einen Schritt noch nach hinten gehen. Ja, Henk hat einen Aimbot, der mit 0,8 ins Rennen gegangen ist. Der hat sich gedacht, scheiß drauf. Ich packe aus, hat er sich gedacht. Er macht. Oh nein, da war einer. Henke macht noch an. Henke, mit dem Aimbot holt er hier jetzt ein Comeback.
hat er kurz angemacht. Und wir gehen in Führung, oder? Nein, 6-6. Even. Zeigen wir mal einen anderen Tricky, wenn wir dazu kommen. Nehmen wir eine Flash mit. Let's go, let's go. Weil wir standen nämlich gut. Wir haben den schnellsten Spawn gehabt zum Rushen. Ja, dankeschön. Ich wusste, dass du da links guckst. Ich war viel zu früh da. Du kamst ja gerade erst an, mein Freund. Links an der Ecke stand niemand. Rechts auch nicht, aber da kommt eine Nade. War die einzige Stelle, wo noch keiner stand. Wenn wir es fast nochmal riskieren. Diesmal mit dem anderen Flash-Trick. Beziehungsweise diesmal mit dem Defense-Move. Muss jetzt nur... Ah, schade. Hätte nur schauen müssen, dass jemand auf dem Balkon... Alter, es wird gerade schon mal schlimmer, ey. Sorry, wenn ich weniger reden sollte zum Ende hin des Parts, aber killt mich gerade ein bisschen. Nicht gutter. Oh Gott, jetzt droppe ich ja noch den Jump. Aber wir jetzt der Defense. Ich sehe, wenn rechts einer durch den Gang geht. Um die Ecke gucken. Fertig, einmal oder was? Nee. Und das war's. Jetzt kommt noch die letzte Runde auf dieser Seite. Hier wird normales gedroppt. Oh, die Brand lag direkt an seiner Leiche. Das war ein huge Drop wieder mal von mir. Wenn man sich konzentriert, sich nicht unbedingt viel auf die anderen Leute einlässt, dann ist das ganz gut. Hätte ich übrigens in der ersten Runde Boys angehabt, hätte ich natürlich gesagt bekommen, wo der eine ist. Dann hätte ich mich auch nicht so dumm davon natzen lassen. Aber wie gesagt, du blendest Spots aus, wo für dich niemand sein kann. Ich stand übrigens wieder gut. Aber ein drittes Mal werde ich ihn jetzt so nicht holen, deswegen machen wir es jetzt anders. Erstmal, das schaffe ich nie. Ja, abgesehen, ist wieder am Geländer hängen geblieben. Er soll aber auch nur da rein. Und da ist er wieder. War diesmal anderer. OMG, nice Wallhack. Auch ich hab an. Sehr gut. Sehr gut. Wir sehen uns auf CD-Seiten wieder. Macht's gut, Leute.